angegriffen und haben so viele Sklaven erbeutet. Ein Ja. Afrikaner, der sich für den Islam entscheidet, der kennt gar nicht die Geschichte des Islams. Richtig. Das ist Und eine genau in diese Katastrophe, ist Dokumentation, das, Mann. genau in diese Dokumentation über Mal, die hört mal. Sklaven zu laufen lassen. Dann sprechen wir Wer genau kein das Thema. Muslim sein wollte, warte, Schell, sag mal ganz kurz. Wer Jo, kein Muslim sein wollte, der wurde in die arabische Welt verschleppt. 17 Millionen Schwarzafrikaner trifft dieses Schicksal. Die 17 Geschichte Millionen dieses Kontinents in Schwarzafrikaner. Afrika ist heute ein Tabu. Bis heute ist das ein Tabuthema, aber wir brechen Tabuthemen. Die Dianjaye bricht das Schweigen. Der senegalesische Anthropologe fordert, die Sklaverei der Moslems endlich aufzuarbeiten. Ja, da gibt es einen Anthropologen, der endlich fordert, dass die Araber zugeben, dass sie, was sie mit den Afrikanern getan haben. Aber das ist so ein totgeschwiegenes Thema. Die sagen, es gibt keinen Rassismus im Islam. Das ist absolut verboten. Ja, ich merke das. Die Ja, Araber haben ja. die Afrikaner umgebracht, Mann. Sie haben sie versklavt. Aufgrund ihrer Religion. Ja. So nicht anders. In seinem Buch Der verschleierte Völkermord beschreibt Ndiaye dieses wenig erforschte Kapitel der Geschichte. Der muslimische Sklavenhandel war der längste in der Geschichte der Menschheit. Der längste in der Mensch, der Geschichte der Menschheit, die muslimische Sklavenmarkt. Der längste. Der Islam ist die grausamste Religion, von der ihr je gehört habt, Leute. Von der ihr Genau. je gehört habt. Und das Gleiche wollen sie auch im 21. Jahrhundert machen. Weiter fortführen. Ja, Ihr wisst gar und die nicht, wie Sklaverei, gefährlich der Islam ist. oder die Sklaverei, die wo in Amerika stattgefunden hat, konnte ja ohne arabische Sklavenhandel gar nicht stattfinden. So Das war sieht's das aus. Nächste. Und der Typ, den wo du am Anfang gezählt zeigt hast, der wo Ding Ezan gemacht hat, du hast doch seine Stimme gehört. Das Ja. lag daran, weil die Araber systematisch die arabischen, die afrikanischen Sklaven alle kastriert haben. Ja, genau. Sie haben aus den Eunuchen gemacht. Die haben Genau. die Afrikaner kastriert, damit sie nicht an den Frauen rangehen von den Arabern. Ja, Ding Dong kurz weggemacht. Abgefahrener Quatsch, Mann. Und dann haben wir hier Ja. so einen Abul Rasen, der hier die ganze Zeit in der im, Ko hier im, Ko im Kommentarbereich nur am Bellen ist. Nur am Ja. Bellen. Wow. Guck mal. Egal, was du Negatives bringst, der versucht es immer wieder reinzuwaschen. Alles wird geleugnet. Alles wird unter den Teppich gekehrt. Nein, wir bringen das alles nach vorne. Und das Der bleibt auch davor. 19. Jahrhundert Hatte viel mehr Opfer als der Sklavenhandel nach Amerika, der 400 Jahre dauerte. Und das Traurigste daran ist, dass die meisten der Verschleppten unglücklicherweise keine Kinder bekommen konnten, weil sie kastriert wurden. Kastriert! In die arabische Welt, in die Türkei, nach Persien und nach Indien werden die Schwarzafrikaner verschifft. Oder sie werden durch die Sahara nach Nordafrika getrieben. Viele sterben schon bei den Überfällen auf die Dörfer, Siehst du? viele an den Strapazen des Transports. Deswegen siehst du auf einmal, wie Handi diese Wörter sagt, wie du, ne? Will ich jetzt nicht aussprechen. Weil die alle im Kern so einen Rassismus in sich haben. Ja. Alle haben sie das, die sagen es dir nur nicht. Ich PA Sport hat das weiß, wie die gesagt. Nafris sind. Ich weiß, wie die Nafris sind. Sie haben alle so Bruder. ein komisches Gefühl gegenüber den Schwarzen. Die äußern es nicht, weil das in dieser heutigen modernen Gesellschaft natürlich zu Problemen führen kann. Deswegen sagen die, ja, okay, lass uns nicht darüber sprechen. Aber den Rassismus ist tief in ihnen drinne. Ja. Amir, kennst du das Statement von dem PA Sports, was er damals gemacht hat gegen Ja, Manuelsen? natürlich, der hat 30 absolut Minuten. recht gehabt, dass Dort dieser hat er Rassismus angesprochen. tief verankert ist in diesen Genau. Leuten. Genau. Dort hat er es angesprochen. Der hat gesagt, dein Kampf gegen Rassismus ist nichts, weil du nicht dort anfängst, wo er eigentlich anfangen sollte. Geh doch bei deinen eigenen Brüdern dort So an, sieht's weil aus. dort ist er am So sieht's tiefsten aus. verwurzelt. Dort ist er am allertiefsten verwurzelt. Dort machst du nichts. Und genau deswegen ist dein Kampf gegen Sklaverei und gegen schwarzen Hass nichts außer Luft. Luft, nichts. Das hat er gut gesagt, der PA. Ja, weil es natürlich heftig ist, wenn du zu Leuten gehst, die zehnmal heftiger wie du sind und dann solche Äußerungen tätigen, die dir auf die Schnauze hauen und dann sagen, was willst du denn? Ne? Ja, ist so. Deswegen trauen sich einige Afrikaner dann auch nicht, ihren Mund aufzumachen da, gegenüber diesem Rassismus. Und gerade im Richtig. Islam ist das hardcore verwurzelt. Hardcore.
Du musst dir mal Richtig, vorstellen, Bruder, als ich richtig. dir gerade, als ich den Leuten hier gerade eben gesagt habe, wer behauptet, dass Mohammed ein Schwarzer war, der muss auf der Stelle getötet werden. Nix da. Mohammed war kein Schwarzer. Genau, Wer so, Mohammed war ein genau so, weißer wer Mann. das gesagt, genau. Der würde sofort getötet, wenn jemand was anderes sagt. Sie tun sogar Mohammed beschreiben. Mohammed seine Wangen, Mohammed seine Genau. Barten, Mohammed seine Dinger. Das war alles weiß. Wenn du ein Bild von Mohammed malen willst, dann nimm einfach ein weißes Blatt, mal nichts drauf und sag, das ist Mohammed. So sieht's aus. Weiß. Einfach nur weiß. Und die Frauen sind durchsichtig. Weiter, Leute. Hört mal weiter. Hört mal, das ist sehr wichtig. Transport. Wer auf den Sklavenmärkten ankommt, wird kastriert. Sofort. Laut Ndiaye überlebt nur einer von fünf diese Einer von fünf hat das Gefängnisaufenthalte. Die überlebt. grausame Prozedur trifft alle. Die Männer, die auf Plantagen oder im Bergbau schuften, ebenso wie die, die im Haushalt arbeiten oder die Harems bewachen. Diese Eunuchen findet man noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Araber und die Nordafrikaner waren Rassisten. Sie verachteten die Schwarzen. Seht ihr? Deshalb wollten sie nicht, dass sie in ihrem Ein Schwarzer sagt das selber. Die Araber und die Nordafrikaner verachten die Schwarzen. Seht Genau. ihr? Das ist der Das ist Anthropologe, tief der in das ihnen gemacht hat. drinne. Sie äußern es nur Genau. nicht. Ja. Das erklärt, warum es dort heute keine starke schwarze Diaspora gibt wie in den USA, die eine Aufarbeitung dieser Geschichte fordert und eine Wiedergutmachung. An die Sklaverei der Europäer wird auf der senegalesischen Insel Gorée erinnert. Hier wurden Tausende eingepfercht und nach Amerika verschifft. Solche Erinnerungsorte förderten Jaje auch für den brutalen Menschenhandel der Moslems. Der ist für ihn Genau. Völkermord, denn ein Volk von Kastrierten kann keine Nachkommen zeugen und stirbt zwangsläufig aus. So sieht das. Die Richtig. Araber haben die Afrikaner zwangskastriert, wollten die Ja. ausrotten. Das ist eigentlich ein Völkermord, Bruder. Der Das ist ein Völkermord! Völkermord. Das ist Völkermord eigentlich. Stell dir mal Das vor, zu Alter, ich fassen, bin sie. Leute? Wenn es nicht zu fassen. Denkt denn, wie grausam muss man sein, dass man Dieser sowas macht wie Sklaven nazi befahl übrigens im Namen Allahs. Im Namen Allahs! Ja. Der Koran hat die Sklaverei niemals unterbunden. Niemals hat der Koran die Sklaverei unterbunden. Viele Stellen im Koran, die die Versklavung von Nicht-Muslimen empfehlen. Empfehlung, ja, macht Im es! Gegensatz zur Ächtung der Sklaverei im Europa der Aufklärung gab es nie auch nur einen arabischen Intellektuellen, der sich je für die Sache der Schwarzen eingesetzt hat. Stimmt. Im Sudan rufen die Araber schon im 7. Jahrhundert den Dschihad, Im den Sudan. heiligen Krieg gegen die Schwarzen, aus. Noch heute werden hier Tausende von ihren eigenen Landsleuten versklavt. Heftig, ne? Viele Afrikaner beten in Moscheen, obwohl ihre Vorfahren im Namen des Islam geknechtet wurden. So heftig ist das Ganze, genau wie dieser Abul Qasim. Seine Vorfahren wurden alle geknechtet und er sagt: Alhamdulillah, ich bin Moslem. Genau. Schau dir die verquirlte Sichtweise des Typen an. Ja. Bruder, weißt du, an wen der mich erinnert? Ich habe bei Speakers Corner einen gesehen, da tun zwei Schwarze miteinander diskutieren. Ein Schwarze ist Moslem, ein Schwarze ist Christ. Und der christliche Schwarze sagt zu ihm: Wie kannst du dich dieser Religion hingeben, die uns versklavt hat und immer noch versklavt? Weißt du, was der mit dem afrikanischen Muslim gesagt hat? Er sagt so: Wir sind keine Sklaven, wir sind nur Diener, wir helfen ihm nur. Guck mal, wie der das in seinen Kopf zurechtmogelt, damit er damit klarkommt. Ja, die versuchen ja Der tut irgendeinen Ausweg zu finden. selbst Weil wenn sie ehrlich wären, müssten sie ja den Islam verlassen und andere warnen und sagen: Leute, der Islam ist eine gemeingefährliche Ja. Religion. Es ist Selbstverarschung, was die machen. Sie verarschen sich selbst eigentlich im Endeffekt. Das ist traurig, wenn ich Natürlich, natürlich. Genau wie er. Er möchte aber seine nicht als Hauptfamilie. Muslimkopf betitelt Genau. werden, aber akzeptiert, dass Mohammed andere als Genau. Muslimköpfe betitelt wird. Genau. Guck dir das an. Genau. Wie Weil, heuchlerisch. Wie ja. heuchlerisch. Weil deine Hautfarbe hat nichts damit zu tun, ob du ein schlechter Mensch bist oder ein guter Mensch bist. Ich kenne schwarze Leute, die sind besser als weiße Leute. Ich kenne aber weiße Leute, die sind auch die schlimmsten, die wo es gibt. Deine Hautfarbe hat nichts damit zu sagen, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist. Aber wie kannst du dich selbst diesen Kult, Unfassbar, unfassbar. Hören wir weiter.
Wahnsinn. Jahrhunderte wurden afrikanische Könige gezwungen, sich dem Islam zu unterwerfen und noch dazu Sklaven als Schutzgeld auszuliefern. Durch die Islamisierung wurden die afrikanischen Könige zu Mittätern. Wer sich dem Islam unterwarf, konnte der Versklavung theoretisch entgehen. Wer kein Moslem werden wollte, sollte gezielt gejagt werden. Das ist die islamische Geschichte. Das blüht jedem Land, wo der Islam Fuß fasst. Wo die Muslime eintreten in einem Land, das noch nicht islamisiert wurde. Das nennt sich Dar al-Harb und Dar al-Islam. Haus des Islams, was islamisiert wurde, und Dar al-Harb, das Haus, das islamisiert werden muss. Das ist das Prinzip im Islam. Und das wissen auch Muslime. Und ich bin hier und sage euch das. Und mich betiteln die als ein Verräter. Und deswegen ist das wie eine Mafia-Struktur. Weil wenn du das preisgibst, was sie hier vorhaben, werden sie dich töten. Genau. Nichts anderes. Genau. Genau wie die Mafia und nichts. So wie ich euch das beim letzten Mal gesagt habe, ey Armin, wie kannst du nicht mit uns sein, dass wir Deutschland islamisieren, Europa islamisieren? Die haben das verdient. Yeah. Wir müssen die versklaven, yeah. Wir müssen das machen. Nein, wir müssen das nicht machen. Hier leben 1.000 Millionen unschuldiger Menschen. Ja. Willst du die alle zum Islam zwingen oder was? Ja, die wollen das. Die wollen das. Und jetzt schreibt Abu Qasim unten die ganze Zeit in die Kommentare, lass mich hoch, wenn du dich traust. Ey, Bruder Abu Qasim, wir sind hier zu zweit, ich und Amir. Jeder von uns einzeln kennt deine Religion besser als dein Prophet. Glaub mir, es bringt nichts, wenn du hier hochkommst. Ich hol dir Quellen raus, da weißt du nicht mehr, ob du weiß, schwarz oder grün bist. Es kann doch nicht wahr sein, dass du die ganzen Schriften des Islams einfach so unter die Tonne kickst, Mann. Der steht dort drin. Willst du das auch noch Ding verleugnen oder was? Schwarz auf weiß, setz dich hin und lern endlich. Warte, hör mal weiter. Nicht bellen, hören. Verlass diese Religion, Aburazin. Das war der Grund für die Kollaboration und das entfachte viele Kriege zwischen den afrikanischen Völkern. Die Europäer schauen bis ins frühe 20. Jahrhundert zu. Obwohl sie den Menschenhandel längst verboten haben, dulden ihn die Kolonialarmeen vor Ort. Ein Zentrum des schmutzigen Geschäfts ist die ostafrikanische Insel Sansibar. Hier landen die Menschen nach dem Verbot der Sklaverei in unterirdischen Verliesen. Den berüchtigten Tippu-Tip macht der Menschenhandel zum zweitreichsten Mann Sansibars. Noch nach 1920 schuften Sklaven auf den Plantagen der Insel. 13 Jahrhunderte Sklaverei aufarbeiten. Dafür gibt es offenbar weder in Afrika noch in der islamischen Welt Bereitschaft. Guck mal. Es gibt eine Solidarität zwischen den Afrikanern und den Arabern wegen der gemeinsamen Religion, dem Islam. Man zieht es vor, über diese schmerzhafte Geschichte nicht zu sprechen. Aha! Man zieht es vor, nicht über diese schmerzhafte Geschichte zu sprechen. Damit solche Leute wie Aburazim schön in ihrem Koma-Zustand bleiben. Anstatt nachzudenken und zu sagen, ey, meine Verwandten wurden getötet durch euch und eure Religion. Und als euch doch eure Religion angehören und diesen Gott anbeten, der euch das Befehl befohlen hat, mich und meine Familie umzubringen. Der ist noch stolz drauf. Das ist das Kranke, was ich nicht verstehe. Unglaublich. Ich kann es auch nicht mehr langsam hören, ey. Unglaublich. Wie kann man doch auch noch stolz sein, ja? Es tut mir im Herzen weh. Ja, das sind Leute, die das einfach ausblenden. Jeder Afrikaner, jeder Schwarzafrikaner, der sich für den Islam entscheidet, hat nichts aus der Geschichte gelernt. Ja, hat nichts über seine Geschichte mitbekommen, was passiert ist. Was die Araber den Afrikanern angetan haben. Genau so sieht's aus und nicht anders. Bruder, die denken einfach, weißt du, was sie denken? Die denken, die haben eine weiße Weste. Und diese weiße Weste müssen wir schön weiß halten. Die wollen deswegen diese ganzen Themen nicht aufmachen, damit kein schwarzer Fleck auf ihre Weste kommt. Das machen andere Länder genauso, genau wie Türkei. Guck mal, ich bin selber Türke.
diese ganzen Völkermorde an den Aramäern, an den Armeniern. Was denkt ihr, warum die diese Dinge, ganzen Themen nicht aufarbeiten? Weil dadurch ihre weiße Weste einen schwarzen Fleck bekommen würde. Und genau das möchten sie nicht zulassen. Genau das möchten sie nicht. Und genau das ist aber das Problem. Gerade dadurch werden die ganzen Opfer, die durch die Jahrtausende hinweg geschehen sind, vergessen und nicht geehrt. Damit sowas nicht noch einmal passiert, genau deswegen sollte man das aufarbeiten, damit das nicht noch einmal geschieht. Aber was macht der Islam? Der tut es unter Teppich kehren. Was ist da passiert? Guck, Wahnsinn, ne? Sogar noch Sklaverei. Alles sogar heute noch. Alles muss unter den Teppich gekehrt werden. Und genau deswegen kann auch heute noch Sklaverei stattfinden. Weil es nicht aufgearbeitet wird. Holt euch dieses Buch, der verschleierte Völkermord von Tidjan Jade. Der hat das eindeutig, dieser Anthropologe hat das eindeutig bewiesen, was abging in der damaligen Zeit, ne? Durch geschichtliche Beweise, historische Beweise, ne? Und deswegen seht ihr auch, dass sogenannte geistlich dazu aufrufen, Deutschland, Europa zu islamisieren, einzunehmen. Und hier die blonden Frauen klar zu machen, so wie Mohammed das gesagt hat. Komm, Abul Rasim, dein Vorbild hat dir das doch gesagt, oder nicht? In Sure 9, Vers 49. Komm, Abul Rasim, lass uns doch Deutschland attackieren, hä? So würde Mohammed heute sprechen. Abul Rasim, komm, lass uns doch Deutschland attackieren, damit du die blonden Frauen bekommst. Das würde Mohammed jetzt heute zu dir sagen. Aber wenn auf einmal jemand sagt, komm, lass uns mal Abul Rasim attackieren und seine Frau versklaven, das willst du aber nicht, ne, Abul Rasim? Dann sagst du, was sind das für dreckige Leute, die sowas machen, ne? Hauptsache, man tut das dir nicht an, ne, Abul Rasim? Und den anderen Muslimen, die gerade zuhören. Genau. Seht mal, Dr. Bill Warner hat ein Video darüber gemacht. Der hat es einfach umgedreht. Der hat gesagt, Muslime als Dimmis. Der hat einfach mal alles umgedreht. Schaut euch mal dieses Video an und dann sagt euch mal selber ernsthaft, schaut mal euch selber in den Spiegel und sagt mal, könnt ihr das akzeptieren? Niemals. Ihr würdet durchdrehen, ihr würdet jeden Tag auf der ganzen Welt überall demonstrieren und sagen, guck mal, was für Kackhaufen diese Leute sind, was die mit uns vorhaben, guck mal, was in ihre Schriften steht und so. Genau so würdet ihr reagieren. Aber wenn ihr selber sowas in eure Schriften habt, dann denkt ihr, dann versucht ihr es zu relativieren und denkt auch noch, dass eine große Anzahl denkt auch noch, dass wer was gut ist. Wie krank kann man eigentlich sein? Tja. Du hast so, wenn du dich noch traust. Alter, als ob du irgendwas zu sagen hättest, wirklich. Alles, was du sagst, Abul Qasim, wäre eine Widerlegung deiner eigenen Schriften. Das kannst du gerne tun, ich beklatsche das sogar. Du kannst deine eigenen Dinge, deine eigenen Quellen widerlegen, ich beklatsche das sogar. Ich bin sogar für dich, ich klatsche sogar. Ja, gut gemacht, Abul Qasim, hast deine eigene Gelehrte widerlegt. Hast du super gemacht. Ich beklatsche das sogar, ich bin für dich. Bruder, ich geh mal kurz bei dem bei Ich geh hoch. Gottes Segen, mein Bruder, ich geh in Bank rein, okay? Okay, alles klar. Salam. Bis später, mein Bruder, ciao. Salam, Amir, Chitori. Salam, Kubam, Salam, Kubi. Manchuba, Messi. Ich habe nur eine kurze Frage. Und zwar, mein Mann kommt auch ursprünglich aus dem Iran und ich beschäftige mich auch zurzeit sehr viel mit Religion und alles. Ja. Und ich wollte einfach nur mal fragen, was du zum Zoroastrismus sagst. Das ist auch eine Religion wie alle anderen Religionen, die keine Rettung anbietet. Wir müssen alle Religionen beiseite legen und zum Herrn Jesus kommen. Er ist der Einzige, der uns retten kann vor diesem... Ja, der Einzige, der unsere Sünden tragen kann, sagen wir es mal so. Okay, weil mich beschäftigt das schon sehr lange und ja, ich bin, sage ich mal, auch so ein bisschen unwissend, was das Christentum und der Herr Jesus, sage ich mal, angeht. Ich habe mich jetzt sehr lange, also davor habe ich mich sehr lange mit dem Islam beschäftigt und dann bin ich halt zum Zoroastrismus übergegangen. Und ich verfolge auch deine Livestreams schon sehr, sehr lange und finde es alles sehr plausibel, was hier stattfindet. Und deswegen wollte ich dich einfach nur mal fragen, was du davon hältst.
Ja, wie gesagt, ich halte von Religion und anderen Glaubensrichtungen nichts, weil allein in Jesus Christus wir Vergebung unserer Schuld haben. Und das muss dir bewusst sein. Du musst eines Tages, also am besten heute noch, anfangen, die Bibel zu lesen und Gott kennenzulernen. Woran? Ihr kann mir wacht bei heute begehen und Bodo Bechon. Ketabe Morantas. Okay. Injil. Okay, dann nehme ich mir das einfach mal zu Herzen und versuche mich in diesen Glauben mal einzufinden. Okay, Gott segne dich, du schaffst das. Bitte Gott, dass er dir zeigt und sich dir zeigt und sich dir offenbart. Da bekommt Ja, weil ich. da. Ja, ich finde das nämlich bei den Iranern immer so eine schwierige Sache. Ich merke das immer bei meinem Mann. Er ist immer hin und her gerissen. Er weiß gar nicht, was er sagen soll. Weil wenn man als Iraner hier in Deutschland sagt, ich glaube nicht an den Islam, wird man direkt so runter und fertig gemacht. Und deswegen Ja, das ist trauen sie sich normal. meistens gar nicht über Religion zu reden. Und ich finde, dass es sehr wichtig ist. Ja. Ja, du siehst ja, was ich für Anfeindungen hier abbekomme, ne? Das ist heftig. Aber wir dürfen keine Angst haben, weil Angst ist das Schlimmste überhaupt. Weil Angst versetzt uns in gewisse Lagen, wo wir auch nicht mehr rauskommen. Und wenn wir Angst vor etwas haben, dann können wir nicht diese Freiheit genießen, auszusprechen, was wir aussprechen wollen. Lasst euch nicht unterdrücken von keinem. Habt keine Angst. Hört auf das, was die Bibel euch sagt. Nehmt die Bibel zur Hand, liest sie und redet vom Herrn Jesus Christus und deckt die Finsternis auf. Egal, was auf uns zukommt. Okay, super. Ich danke dir für deine Zeit. Ich mache wieder Platz für andere, weil ich will jetzt hier nicht mitdiskutieren oder debattieren. Ich wollte einfach nur mal deine Meinung dazu hören. Fang an, heute die Bibel zu lesen, okay? Mache ich. Danke dir. Okay, Gott segne dich, ja? Ich auch. Dankeschön. Oder ab jetzt, oder? Radafis. Boah, nervt doch nicht hier, der nervt mich so dermaßen, Mann. Wenn du ein Mann bist. Du bist doch nicht mal ein Mann, dass du dazu stehst, dass deine Verwandten gekillt wird und du heute ein Muslim bist. Sei ein Mann und schreib mal in den Kommentarbereichen, ja, du hast recht, Amir. Das, was der Islam meiner Familie angetan hat und meinen Vorfahren, ist das Allerschlimmste. Sei mal ein Mann und mach mal sowas. Und sag nicht anderen, du bist immer, sei mal ein Mann. Sei du erst mal ein Mann. Hast du erstmal die Courage zu sagen, was die Araber deinem Volk angetan haben? Dann kann ich sagen, okay, Abul Rasim, der ist ein Ehrlicher. Der gibt das wenigstens zu. Aber solange du hier Wuff-Wuffs machst in diesen Kommentarbereichen, nein. Weil mit dir nur Kopfschmerzen. Nur Kopfschmerzen. Was der damals gesagt hat zum Herrn Jesus. Jesus Christus wird auch Jungfrauen im Himmelreich bekommen. Schaut euch das an, wie er die Bibel liest. Und die Überschrift heißt das Gleichnis mit den Jungfrauen. Habt ihr so einen Typen wie ihn gesehen? Mit dem nur Kopfschmerzen, der Typ. Guten Tag, hallo. Gott segne dich und deine Familie. Can I show you one beautiful miracle from Islam? When man Beautiful born a miracle. yeah, man born a rat, and it's a he. It's not the. It's a he. Yeah. Let me give you the screen. Wonderful, brother. You know. Every day I learn new stuff here. Ibn Khalakhan was the one who told it, and it's also mentioned by Ibn Kathir in his book, volume 13, page 72. You'll also find it in page 263, and it's quoted in the book Shadharat Adadahab, volume 5, page 457. Seriously, I've got a Wow. crazy, unbelievable story for you, as reported by Ibn Khalakhan from a trustworthy group of people. The key. These folks came all the way From a to the back. trustworthy, from a trustworthy, it's not. And the Listen, listen, there used listen. to always mock religion. And then one day, while he was sitting down, the tooth stick, a traditional form of toothbrush, came into the conversation. A sheikh conducted a whole lecture just about that tooth stick, an entire Friday sermon. But seriously, the tooth stick? God, I can't even. Just thinking about that sinful man and what he did next.
total blasphemy. I'm not kidding. He put the two stick up as well. His rear end one night. Fast forward 9 months, he started complaining of pain in his belly and down there. I know this story. He gave birth to a rat! Leute, das ist das Abgefahrenste, was ihr gesehen habt, ehrlich. Mit seinem gesamten Ellenbogen im Hintern wacht er auf und dann hat er eine Ratte hat er geboren. Schaut euch diesen Haufen Müll an. Müll ist das. Müll. Und dann zeigen die zu mir, dass das authentisch überliefert wurde. Schaut euch diesen Müll an. Eine Ratte hat er geboren. And it's a king, brother. I even have the link of the books, you know, it's not like just story, it's even proven in the book. I have the link of the book. It's a king. Well, put the link in the comment section. That everyone can look at this. End the video. I will try. Okay, no problem. Thank you very much. Heftig, ne, ihr Lieben? Das war das Video von diesem Imam, ne? Der gesagt hat, dass ein Mann, während er schlief, mit seinem gesamten Ellenbogen in seinem Hintern am nächsten Morgen aufwachte und er auf einmal eine Zahnbürste rausholte und eine Ratte gebar. Gebärte. Ist das kaputt? Ist das fix und fertig? Ratten kriechen aus den Hintern von Menschen raus. Hallo? Man hört gar nichts. Ach, der ist am Schlafen. Der ist am Schlafen. Ich hoffe, dass der nicht mit seinem Ellenbogen in seinem Hintern aufwacht. Wache auf, der du schläfst. Schlafe nicht mehr ein, steh jetzt auf und komm zum Herrn Jesus. Wie oft schlafen die eigentlich immer hier ein? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Stay away from Islam, it's not good for you. Heftig, ey. Der schläft ja wie mein kleiner Doggy Dog. Der ist auch am Schlafen. Ja, das ist sinnbildlich auf die gesamte Gesellschaft, die ihre Ewigkeit am Verpennen ist. Guck dir das mal bitte an. Wache auf, der du schläfst. Und er will trotzdem nicht hören. Was ist das zu fassen, ey? Einfach am Schlafen, ey. Hallo, Bruder. Ah, es ist einer, der wach ist. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Gott sei Dank bist du wach. Hahaha.
Ich wollte nur sagen, Jesus ist der wahre Gott, Bruder. Jesus, es gibt keinen anderen. Amen. Amen. Amen, so was will ich hören. Das ist wie Musik in meinen Ohren. Jesus ist der wahre Gott. Amen. Grüße aus der Schweiz, Brudi. Ja, Grüße zurück hier aus der Germany. Germany. Wo bist du eigentlich? Was machst du? Bist du am Fahren, ne? Ja, ich muss viel Shisha-Tabak hier an den Mann bringen. Also die rauben mir den Shisha-Tabak aus der Hand. Das ist echt heftig. Oh, Bruder, ich feier dich. Ich feier dich echt. Du lachst immer, du bist einfach King. Ja, das ist der Herr Jesus, der die Fröhlichkeit in uns macht. Ne? Sollen wir die ganze Zeit mit so einem Gesicht hier stehen oder was? Nein, wir müssen auch fröhlich sein. Wir müssen alle Themen durchgehen. Sowohl lustige Themen, ernste Themen, von allem etwas dabei. Für jeden ist etwas dabei. Ja, ist so, ist so. Hast du deine Entscheidung schon für Jesus getroffen, ne? Gott sei Dank, ne? Bruder, ich bin orthodox. Ich bin Serbe, aber ich bin orthodox. Weißt du? Ja, du musst von Neuem geboren werden. Was meinst du? Du musst von Neuem geboren werden, sagt der Herr Jesus Christus in Johannes 3, Vers 2. Ja, aber ich bin ja schon als Christ geboren, als Orthodoxe. Nein. Das ist gut, dass du erkannt hast, dass schon mal der Herr Jesus der wahrhaftige Gott ist. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt fehlt nur noch, dass du deine Knie vor ihm beugst und deine Schuld vor ihm bekennst und von Neuem geboren wirst. Wann war das letzte Mal, als du deine Knie vor dem Herrn Jesus Christus gebeugt hast? Oh, Bruder, kann mich gar nicht erinnern. Siehst du? Hast du gesehen, aber wie der Herr Jesus Christus dich hier zu mir führt? Ich habe mir Jesus tätowiert. Hast du gesehen, wie der Herr Jesus Christus dich zu mir führt, dass ich dir das sage? Ja, aber ich bin ja Orthodoxe, Bruder. Wir sind orthodox. Die Orthodoxen sind ja Christen. Ja, aber dass der Jesus Christus, der Herr Jesus sagt ja nicht, dass wir orthodox, katholisch oder evangelisch sein sollen. Er sagt in Johannes 3, Vers 3, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Unterschied ist nur, ihr feiert Weihnachten am 24. Nein. Doch, Bruder, das ist der einzige Unterschied. Wir haben nicht gefeiert, Weihnachten soll nichts zu tun, mein Bester. Aber das ist der einzige Unterschied. Sonst ist alles gleich. Nein, das meine ich doch gar nicht. Du musst deine Schuld vor ihm bereuen. Das bringt nichts mit Tradition, dass du in eine christliche Familie geboren wurdest. Du musst eine persönliche Beziehung zu Gott haben, zum Herrn Jesus. Ja, hast du die persönliche Beziehung oder ist es nur Traditionschristentum, was du da hast? Nee, Bruder, ich habe mir sogar Jesus tätowiert. Ich bin sehr gläubig. Ich glaube an Jesus. Nein, das ist doch nicht mehr normal. Du sollst dir nicht Jesus tätowieren. Du musst den Herrn Jesus in deinem Herzen aufnehmen, nicht tätowieren auf die Haut. Ja, normal. Das sowieso, aber... Denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, dich Kinder Gottes zu nennen. Johannes 1, Vers 1 bis 14. Ja. Mach dir Gedanken um deine Ewigkeit. Geh heute auf die Knie und bitte den Herrn Jesus Christus in deinem Herzen rein. Sagst du, Herr Jesus, ich möchte ein Leben mit dir leben. Ich lasse von dieser Welt ab und bin in dieser Welt abgestorben. Ich glaube an das, was du für mich am Kreuz getan hast. Du bist der wahrhaftige Gott, mein Herr und Heiland. Und ich nehme dankend dein Geschenk der Gnade an. Lasse mich von Neuem geboren werden. Sende mir deinen Heiligen Geist. Okay. Ich werde das bestimmt machen, Bro. Aber ich bin du bist der Beste, du darfst das. Aber ich bin ja ein Christ, Bruder. Ich bin ja christlich. Das bringt nichts, wenn du sagst, ich bin ja ein Christ und so. Nein, du musst von Neuem geboren werden. Das verlangt der Jesus von uns allen. Er sagt nicht, ey Leute, ihr müsst orthodox werden. Ey Leute, ihr müsst Katholiken werden. Ey Leute, ihr müsst evangelisch werden. Nein, er sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist kein Zufall, dass du hier bei mir bist, dass ich das gerade sage. Aber Bruder, ich glaube ja an den Gott. Ich glaube ja an Jesus. Das ist ja das Richtige. Die anderen glauben auch. Aber wie glaubst du? Hast du eine persönliche Beziehung mit ihm? Ja. Nein, ja, sei ehrlich zu dir. Sei ehrlich. Sag, nein, ich habe keine richtige Beziehung zu Jesus. Ja, aber wie soll ich deine Beziehung haben? Wie gehen wir? Jeden Tag ein, Tag aus mit dem Herrn Jesus leben, sein Wort lesen, begreifen, verinnerlichen und anwenden.
So sieht's aus. Ich hole dich gleich wieder rein, ja? Alles klar. Bis gleich, ja. Ja, betet für den guten. Für den guten Mann. All the times that you made ah, wir sammeln böse Muslime ein. Nein, die Muslime sind eigentlich sehr, sehr lieb. Nur, ja, ein bösartiger Geist bemächtigt sich ihnen auch. Ne? Und dann werden sie natürlich so ganz, ganz komischen Wesen, ne? Traurig. Darf ich in deinem Live? Ja, wenn jemand 1000 Abonnenten hat, dann darf er rein. Anna, du hast nur 400 noch was. Man braucht 1000 Abonnenten. TikTok hat das so eingestellt, dass man 1000 Abonnenten braucht, um hier reinzukommen. Ich weiß nicht, viele kaufen sich sogar Abonnenten, ne? Man kann sich, glaube ich, hier bei TikTok irgendwie Abonnenten kaufen. Da bezahlst du, glaube ich, 5 oder 10 Euro oder was. Da hast du so 1000 Abonnenten. Dann darfst du an Livestreams teilnehmen oder was. Ne? Guck mal, wie schlau die sind hier bei TikTok. Geisteskranke.
Danke, Amir. Nee, danke dem Herrn Jesus Christus. Danke ihm, dank nicht mir. Wir sind nur seine Werkzeuge, jeder einzelne von uns, der seinen Namen verkündigt und Aufklärungsarbeit macht. Ihm gebührt die Ehre, ihm gebührt der Dank, ihm gebührt der Lob. Nicht uns. Er ist der Wundervolle, er ist der Heilige, er ist der Gerechte, er ist der Liebevolle. Er ist der Retter, der wahre Held. Nicht Dr. Sheikh Abu Amir, der sich traut, hier seinen Mund aufzumachen. Nein, der wahre Held ist Jesus Christus. So sieht's aus. Und ihm wird hier nicht die Ehre gestohlen. Soweit ich sowas lese, immer dem Herrn Jesus Christus die Ehre geben. Uns klein machen, damit wir erhöht werden. Nur wer sich selber klein macht, wird erhöht. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. So sieht's aus. Das muss jeden von uns hier oben eingebrannt werden. Und das müssen wir uns in unser Herz schreiben. Wir haben kein Lob und wir haben keinen Dank verdient. Haben wir Sünder Dank verdient? Nee. Nur der Sündlose, der für uns bezahlt hat, der hat Lob, Ehre und Preis und Anbetung verdient. Dass man ihm folgt, dass man ihn seht, also dass man ihn, ja, sein ganzes Leben übergibt. Ne? Wer war das denn eben? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer hier drin war eben. Der Orthodoxe. Für die ganzen Geschenke, ihr Lieben. Möge der Jesus Christus euch segnen. Hi, Brudi. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ganz gut, und dir? Gut, Alhamdulillah. Bruder, du bist also Christ, gell? Ja. Ich bin auch Christ. Ehrlich? Wallah. Wieso heißt du denn Michael Khalid? Michael? Michael Khalid, ja, so, ich bin halb. Ah, bist du aus Iran? Ja. Ah, Iranier als sie? Baladash. Lass uns Deutsch reden, damit die Leute alle verstehen. Nee, ich habe das anhand deines Akzents gehört, dass du Iraner bist. Ja, wir kennen unseren Akzent, weißt du, was ich meine? jetzt habe ich eine Frage. Guck mal, da gibt eine Frage. Du kennst die Religion gut und so, oder? Ja, es geht. Ja, okay. Warum? Also, du glaubst an Gott und so, oder? Ja. Warum Gott hat damals uns Jesus geschickt und Mohammed geschickt? Warum? Warum hat damals Gott Jesus geschickt? Und Mohammed, ja. Warum hat diese zwei so, die sind hochgeschrieben, oder? Mohammed hat den überhaupt nicht geschickt. Der hat einfach behauptet, ein Prophet zu sein. Okay. Und okay. Wir lesen das in Sahih Bukhari, dass Khadija und Ibn Walaqa, also Walaqa Ibn Nawfal, ihm bestätigt haben, dass er ein Prophet ist, nicht Gott. Okay. Warum Gott hat Jesus geschickt? Gott hat Jesus geschickt, damit wir Vergebung unserer Schuld haben. Okay. War damals, die Menschen haben viel Fehler gemacht und so, deswegen Gott hat Jesus geschickt, dass die Leute beibringt, hey, mach das nicht, dies und das, oder? Nein, mach das nicht, dies und das, sondern dass der Mensch ein Sünder ist und Vergebung seiner Schuld benötigt. Und allein in Jesus Christus haben wir Vergebung unserer Schuld, denn sein Blut reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, die in uns ist. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so erklären wir Gott zu einem Lügner. Und die Wahrheit ist ja nicht in uns. Nee, meine Frage war, ich stelle meine Frage wie anders. Guck mal, damals hat Gott zu uns Jesus geschickt, damit, weil er hat gesehen, viele Leute, die bauen viel Scheiße hier, die machen viel Probleme und so. Dann Gott hat Jesus geschickt, dass mit uns die Leute reden, ey, mach zum Beispiel das nicht, dies und das, oder? Worauf willst du denn hinaus? Was mit Chichimerei weg? Die Frage ist, also meine Frage ist was anderes. Also wenn du siehst heutzutage zum Beispiel, wie die Welt abgeht, oder? Du siehst alles, jeden greift die andere an, jeden macht Probleme mit die andere und so. Also wenn Gott überhaupt gibt, warum Gott schickt nicht jemand heutzutage vor uns die Menschen und sagt, hey, was macht ihr da? Du kannst ja die Bibel lesen und dann kannst du die Worte des Herrn Jesus Christus ja verinnerlichen. Was meinst du, wenn alle Menschen auf Jesus Christus hören? Gibt es dann noch Krieg, Mord, Leid und Elend? Nein. Absolut nicht. Natürlich nicht. Du bist doch Christ. Du bist doch Christ, hast du zu mir gesagt. Das ist eine Frage. Ich bin evangelisch, ja. Nicht mal, vielleicht hast du eine Frage. Ja, also, du kennst doch die Worte des Herrn Jesus Christus.
Ja, aber interessiert mich gar keine Bücherei, gar keine Worte, interessiert ja, mich Ja, siehst du, wie unehrlich du bist. Ja, komm, ey, bitte, ey. Selbst meine eigenen Leute sind schon so. Seht ihr, was, wie die drauf sind? Interessiert mich keine Bücher. Ja, ich bin Christ, ich bin evangelisch. Ich glaube, das sind so Leute, die einfach gesagt haben, dass sie Christen sind, damit sie hier bleiben können. Versteht ihr? Das sind solche, das sind meine Landsleute. Und dann kriege ich das ab, der sich wahrhaftig damit auseinandergesetzt hat, bewusst seine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat und sein Leben nicht verschont vor dem Wahnsinn, was auf mich zukommt. Versteht ihr? Auf der einen Seite haben wir natürlich sehr viele Iraner, die keinen Bock mehr haben, in ihr Land, in unser Land wieder zurückzukehren, weil dort der Islam herrscht und sie hier in Freiheit leben wollen. Was machen sie? Nehmen einfach den Islam, also das Christentum an und sagen, dass sie Christen sind, obwohl sie keine Christen sind. Und ich, der es wirklich so ernst meint, der sich hingesetzt hat, seinen Kopf zermartert hat, den Islam in Frage gestellt hat, sich ohne Ende damit beschäftigt hat, kriegt dann zu hören, er macht das alles für deutsche Pass. Grausam, ey. Hallo? Hi, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich wünsche dir auch die Rechtsleitung. Ich habe eine Frage an dich, ja? Ohne frech zu werden oder so, ne? Warum sagst du, ich wünsche dir nur die Rechtsleitung? Ich habe gesagt, ich wünsche dir auch die Rechtsleitung. Das war meine Antwort. Ich habe aber das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, ich wünsche dir die Rechtsleitung. Ja, aber ich habe es gesagt. Alles gut. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, siehst du mal, du hast erfüllt, bis du mir nicht Gottes Segen wünschst, ne? Ich bin kein Christ. Ich weiß, dass du Muslim bist, deswegen sage ich ja, dass du hasserfüllt bist. Ja, ich bin nicht hasserfüllt, ich bin der Letzte, der hasserfüllt. Natürlich. Wenn jemand zu dir sagt, Gott segne dich und deine Familie, erachtest du dich nicht als respektlos, auch jemanden so nur zu sagen, ja, Gott möge dich recht leiten. Was ist das denn? Okay, bitte? Okay, findest du das als also negativ, wenn ich zu dir sage, ich wünsche dir aus dem positiven Gedanke die Rechtsleitung? Ja, aber das ist keine positive Gedanke. Rechtsleitung, was juckt mich Rechtsleitung? Ich will, dass du mir wünschst, dass Gott mich segnet und okay, meine Familie. Ich hab dir ein Hallo gegeben, okay? Hallo reicht mir nicht. Ich will kein Hallo. Ich will, dass du mich segnest. Ich habe mal eine Frage an dich, aber beantworte sie. Ich will, dass du mich segnest erstmal. Danach kannst du weitermachen. Hab ich doch. Absolut. Nein. Doch. Du sagst jetzt, Gott segne dich und deine Familie, Dr. Sheikh Abamir. Nein. Nein! Da sagt er nein! Triffst du dich mit Genghis? Wer? Genghis, Koray Genghis. Ja, warum nicht? Kann sein, wer weiß. Aha. Ihr werdet ja so einen richtigen Kebab essen, so weißt du? Ja, was hast du denn gegen den? Der war doch ganz schön nett. Der wollte mit mir schön essen gehen, der wollte mit mir vielleicht trainieren gehen, vielleicht werde ich mit dem beste Freunde. Ja. Ich denke auch, ihr werdet sehr, sehr beste Freunde. Du bist ein Schiite, ne? Ich bin kein Schiite. Was bist du denn dann? Meinst du von Akide her? Ja. Ich bin Maturidi. Maturidi, okay, ja. Guck mal, ich möchte nicht zu nahe treten oder so. Ich rede mit Respekt. Es ist nicht meine Absicht, irgendwie jemanden schlecht zu machen. Du hast ja deine Meinung und so. Aber warum redest du manchmal so verhasst gegenüber Muslimen? Jetzt sag nicht, ja, es steht in diesem Vers oder so. Ich rede vom Allgemeinen, von Mensch zu Mensch. Warum redest du so verhasst gegenüber Religion? Ja, wenn ich zum Beispiel lese, dass in Al-Mughni von Ibn Qudama im 10. Band auf der Seite 153 steht, dass ein Mann keine Strafe bekommt, wenn er ein kleines, frühpubertäres Kind auseinandernimmt, gibt es keine Strafe für ihn. Würdest du nicht mit mir hier ausflippen und sagen, das ist das allerletzte Satansekte, was hier auf dieser Welt gibt? Wer ist denn? Ich habe mich mit diesem Thema gar nicht befasst. Aha, also, siehst du? Also kannst du es nicht nachvollziehen, warum Dr. Sheikh Abu Hamid ausflippt? Weil du dich nicht damit auseinandergesetzt hast. Okay, dann hast du dir selber beantwortet. Okay, kann ich dir eine Gegenfrage stellen? Muss man von jedem Gelehrten aber wissen? Aber hast du es jetzt verstanden? Hast du es verstanden, warum ich jetzt ausflippe? Ja, aber es gibt auch verschiedene Gelehrte, die irgendwas behaupten. Ja gut, ist Ibn Qudama eine kleine Nummer oder ist er ein Monstergelehrter? Boah, mit denen, ich befasse mich nicht mit dem, subhanallah. Also meistens... Ja, er gehört doch zur hanbalitischen Schule, einer der vier Rechtsschulen des sunnitischen Islams. Du bist doch Hanafi. Ja, aber ich bin kein Hanbali.
Ja und? Heißt es, dass sie jetzt falsch liegen oder was? Ne. Nein, aber warum soll ich? Ich bin Hanafi. Ich bin noch in dieser Madhab. Ich nehme von Imam Abu Hanifa. Okay. Wie viele Millionen Hanbalis gibt es hier auf dieser Erde? Multimillionen, richtig? Allahu Alam, wie viele es gibt, weiß ich nicht. Aber es gibt mindestens, das heißt, okay, sagen wir mal, von 1,6 Milliarden Muslime, die ihr immer sagt. Ja. Eine der vier Rechtsschulen des sunnitischen Islams ist ja Hanbali, richtig? Imam Ahmad Hanbal, auf dem eine ganze Rechtsschule gründet. Wie viele Millionen Menschen lesen das Buch von Ibn Qudama, Al-Mughni? Woher soll ich das wissen? Ich befasse mich nicht mit ihnen. Ich will dir nur damit sagen, dass es Millionen Menschen gibt, die das okay. lesen, das verinnerlichen und auf Grundlage dieser Texte die Scharia gebildet wird, aus diesen Fiqh-Büchern. Ja, aber du kannst, wenn das doch ein Gelehrter sagt, der hanbalitischen Rechtsschule, kannst du nicht pauschalisieren. Ja, aber stell dir mal vor, auf der Grundlage der Madhab von Hanbal, Imam Ahmad Hanbal, existiert zum Beispiel Saudi-Arabien. Ist ja hanbalitisch, oder nicht? Mhm. So, also in Saudi-Arabien also, folge mir, in Saudi-Arabien also, wo die Hanbaliten so das Sagen haben, ja, die hanbalitische Rechtsschule, die folgende hanbalitische Rechtsschule. Und dann lesen wir auf einmal in Al-Mughni von Ibn Qudama, dass er schreibt, es gibt keine Strafe für denjenigen, der ein kleines, frühpubertäres Kind auseinandernimmt. Und es gibt auch keine Strafe für denjenigen, der seinen Finger in die Vagina eines kleinen Kindes reinsteckt. Und es gibt auch keinen einzigen Grund für jemanden, ihn zu töten oder eine Bestrafung zu geben für eine Frau, die den Penis eines kleinen Kindes, das unter 10 Jahre ist, in sich hineinführt. Okay, und woher soll ich wissen, ob das authentisch ist oder nicht? Nein, aber es gibt auch, guck mal, zum Beispiel, ich habe auch vor ein paar Tagen gehört, dass Ahmad bin Hanbal zum Beispiel sagt, dass Allah örtlich ist und so. Ich beschäftige mich ja nicht mit diesen Menschen. Ja, okay. Du verstehst mich immer noch nicht. Es gibt Millionen von Muslime, die der hanbalitischen Rechtsschule folgen und aufgrund dieses Textes in Al-Mughni auf einmal anfangen Kinder nach Sure 65, Vers 4, deckt sich auch perfekt mit dem Koran, dass man kleine Kinder heiraten darf und sie auseinandernehmen darf und sich auch wieder von ihnen scheiden lassen darf. Schau dir das mal an. Aber du kannst dann trotzdem nicht pauschalisieren. Das ist aus dem Koran, man darf kleine Kinder heiraten und dann sagen die Fiqh-Bücher, gehen nochmal ins Detail rein. Kennst du dich gut aus mit der Bibel? Ja, natürlich. Also was heißt, ich kenne mich eigentlich gut aus, ja. Kannst du mir das mal mit Rebecca erklären? Ich höre das so oft, erklär mal. War irgendwas, dass Rebecca irgendwie Geschlechtsverkehr hatte? Rebecca hat Geschlechtsverkehr? In jungen Jahren, ja, habe ich auch so gehört. Das stimmt gar nicht. Du musst dir nur mal durchlesen. 1. Mose, Genesis, Kapitel 24, Vers 16. Diese Rebekka, die angeblich 3 Jahre alt war, hat unzählige Kamele getränkt und ist zum Brunnen gelaufen und hat schwere Wasserkrüge getragen. Wie geht denn das mit 3 Jahren? Beantworte das mal selber. Weißt du, wie viel ein Kamel trinkt? Ja, ich habe ja gesagt, wie ich es gehört habe. Es kann ja auch sein, das stimmt, kannst du ja nicht wissen. Das Problem bei dir ist, ich habe gehört, aber bin nicht selber auf die Suche gegangen, um nachzuschlagen. Ich habe nur gehört. Ich habe dich doch als erstes gefragt, ob du dich gut mit der Bibel ankennst. Daraufhin habe ich dich und gefragt. Und ich habe es dir gerade eben erklärt. Ja, und dann sagst du zu mir, ich habe gehört. Deswegen sage ich zu dir, mein Lieber, geh und schlage doch mal selber nach und lies doch mal ein wenig. Glaubst du an die Trinität? Ja, jetzt kommt der mit. Nein, aber ich habe dich doch deswegen gefragt. Ja, ich glaube an den dreieinigen Gott, der sich in Vater, Sohn, Heiliger Geist geoffenbart hat. Ein Teil dieses Gottes, der Sohn, löste sich los, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Okay, er starb für unsere Sünden und hat alles für uns bezahlt. So. Okay, kannst du mir was beantworten? Wie konnte der Vater den Heiligen Geist senden, wenn der Heilige Geist nicht den Vater also senden konnte? Was? Die sind doch eins, der Vater ist doch eins, richtig? Also sie sind ja alle eins, die drei. Der Heilige Geist. Es sind drei verschiedene Personen, die einen Gott bilden. Verschiedene. Verschiedene Personen innerhalb dieser Gottheit. Beispiel, Zeit besteht aus Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Okay. Ist Gegenwart Zeit? Nein. Was? Nein. Was? Nein? Aber das ist meine Frage nicht beantwortet. Du hast meine Frage.
Du hast meine Frage nicht beantwortet, hallo. Ich habe dir deine Frage ganz gut beantwortet, weil du jetzt auf einmal gemerkt hast, ja, stimmt. Gegenwart ist Zeit, Zukunft ist Zeit und Vergangenheit ist Zeit. Es sind drei verschiedene Komponenten, aber bilden ein und dasselbe. Hattest du nicht mal mit Samra debattiert darüber? Jetzt kommst du mir mit auf einmal die Nein, 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 ich hab heute. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, okay, aber du hast meine Frage immer noch beantwortet. Wie Kopfschmerzen macht ihr mir noch? Hier. Okay, beantworte meine Frage jetzt. Beantworte meine Frage jetzt. Du selber kannst doch nicht mal eine Frage beantworten und bist die ganze Zeit nur auf Frage. Beantworte meine Frage. Ich habe gesagt, ich beschäftige mich nicht mit der hanbalitischen Rechtsschule. Was ist denn die Auffassung der Maturidiya in Sachen Allahs Körperteile? Die Auffassung, was wir davon denken? Ja, genau. Was haltet ihr davon, dass zum Beispiel Mohammed gesagt hat, dass Allah physisch sein Schienbein zeigen wird? Das ist authentisch oder ist es nicht authentisch? Authentisch! Okay, dann sag mir, wo das steht. Bitte? Sag, wo steht das denn? Das steht in Sura 68, Vers 42. Und den Hadith findest du in Sahih al-Bukhari. So nochmal Sura 68? Vers 42. Okay. Kannst du Arabisch? Nee, lerne es aber. Ja, super. Da können die Muslime ja mit dir spielen, bis zum geht nicht mehr. Ja, aber okay, aber ist es nicht ein gutes Argument zu bringen, wenn man sagt, wo war Allah vor seiner Erschaffung? Bitte? Wenn ich doch sage, wo war Allah vor seiner Erschaffung? Allah ändert sich doch nicht, oder? Ja, erzähl du mir. Was ja. Ihr habt ja 1000 Millionen verschiedene Ansichten. Bald, ich erkläre jetzt die Ansicht. Meine Ansicht ist, dass Allah ohne Zeit und ohne Ort existiert, weil du musst dir so denken, wir haben ein logisches Denken bekommen und Allah subhanahu wa ta'ala existiert, also hat keinen Anfang und kein Ende und dazu sagt man, vor seiner Erschaffung, bevor er den Thron erschuf, wo war er denn? Also existiert er ohne Zeit und ohne Ort und er ist an keinen Ort gebunden und er ist über dem Thron. Und ich sage nicht dazu Ort. Die anderen sagen Ort, dazu sollen die sagen, das ist ihre Meinung, aber ich sage, er hat keinen Ort. Er hat keinen Ort? Ja. Aber er selber sagt doch, dass er über dem Thron ist. Das ist aber nicht, das aber da sagt er nicht, dass er Orte hat. Also, das ist also wenn jemand über etwas ist, dann sagt er automatisch, dass er einen Ort zuschreibt, oder nicht? Nimmst du das Wort wörtlich? Mohammed sagt in den Hadithen, dass Allah in einer Stadt lebt. Voller Huris. Hä? Das stimmt nicht. Das ist unauthentisch. Ja, das stimmt nicht auf einmal. Soll ich das zeigen? Hau raus. Warte, ich zeig dir das. Leute, der Allah lebt in einer Stadt voller Huris. Bitte respektvoll bleiben, ja. Jetzt sagt nicht, ja, das ist der Hadith. Arbeitest du als Lieferant? Ich bin nicht aber Tabakverkäufer. Okay. 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 Bester Mann. Wo steht das jetzt? Ich zeige dir das. Hast du Sura 68, Vers 42 aufgeschlagen, das Schienbein von Allah? Ja. 68, warte, 68, was nochmal? Vers 42. Ah. Allah lebt in einer Stadt voller Huris. Warte, ich zeige euch das mal. Nee, da steht es nicht. Unauthentisch. Kannst du uns mal vorlesen, was steht denn da in deinem Koran? Am Tag, da manch ein Schenkel, meinst du das mit Schenkel? Ja genau, was ist denn mit diesem Schenkel gemeint? Am Tag, da manch ein Schenkel entblößt wird und sie aufgerufen werden, sich anbeten, niederzuwerfen. Siehst du? Ja, aber das, wo steht da, dass Allah jetzt ein Schienbein hat? Ja, jetzt kannst du den Tafsir dazu aufschlagen und den Kontext in Sahih al-Bukhari berücksichtigen. Mach ich ihn schade nach live. Ich muss ja, guck mal, wenn ich ja nichts weiß, dann kann ich es ja zugeben, ist ja nicht schlimm, so weißt du. Zum Beispiel, der eine sagt, dass Allah lächelt, der andere sagt, er hat 5 Finger und so, bla bla bla. Ich höre vieles, aber ob das stimmt, Allahu alam. Ja. Komm mir aber nicht mit sunnah.com oder so, ne? Ist das ein Problem für dich, sunnah.com? Ja. Warum? Sunnah.com ist unauthentisch. Was ist, wenn ich dir die Buchreferenz und alles gebe, dass du nachschlagen kannst in dein Buch? Okay, raus.
Heraus, sag. Ja. Ali berichtete, dass der Gesandte Allahs sprach: Wahrlich, im Paradies gibt es einen Treffpunkt für sämtliche Hudel-Ein. An diesem Ort stimmen sie ein Lied an. Die Geschöpfe Allahs kennen keinen vergleichbaren Klang wie den Klang der Stimmen der Hudel-Ein. Dann sprach er: Sie singen, wir sind die Ewigen, wir sind die Ewigen, wir sollen nicht sterben. Wir sind die, die in Freude und Bequemlichkeit leben. Wir haben keine Bedürfnisse. Wir sind die Geschmeichelten. Wir werden nicht wütend. Gesegnet ist der, dem wir gehören, und wir sind gesegnet durch ihn. Jami At-Tirmidhi, Band 4, Buch 12, Hadith 2564. Und jetzt lesen wir, guck mal hier, in Musnad von Abu Hanifa, Hadith 512. Der Prophet sprach: Es gibt eine Stadt, die nur für Allah alleine ist, die aus Moschus vom Moschushirsch besteht und unterhalb seines Throns wie an einem Haken hängt. Die Bäume dieser Stadt bestehen aus Licht. Ihr Wasser nennt sich Salsabil. Und in ihr sind Huris, die aus dem Kern der Gärten erschaffen werden. Jede dieser Huris hat auf ihrer Stirn 70 Stirnlocken. Und wenn eine von ihnen wie ein Kronleuchter im Osten hing, so würde das Licht, welches von ihr ausgeht, alles bis zu den Menschen im Westen erhellen. Okay, muss nach was nochmal? Im Musnad Abu Hanifa, Hadith 512. Abu Hanifa 512. Ja. Es gibt eine Stadt, die nur für Allah allein ist, die aus Moschus und Moschushirsch besteht und unterhalb seines Throns wie an einem Haken hängt. Die Bäume dieser Stadt bestehen aus Licht. Allah lebt in einer Stadt. Ich kann es nicht bestätigen, solange ich nicht weiß, dass es authentisch ist. Hey, Amir. Ja, mein Bester. Du bist Türke, ne? Sei leise. Spaß. Ja, ich bin Türke. Ja, Jam, siehst du, das ist heftig. Ey. Da siehst du mal, was abgeht. Aber manchmal kommt die wirklich mit Fake-Hadithen. Also das muss man euch lassen. Nein, du siehst doch, dass ich immer alles den Leuten zeige, damit sie losziehen können und nachschlagen. Und das Problem ist, manche Leute wollen es nicht wahrhaben und rennen auf einmal zu anderen Hadithen, die auf einmal sagen: Guck mal, der Arme, der erzählt Quatsch, obwohl ich eine ganz andere Referenz genannt habe. Aber du weißt auch, dass jeder gelehrt was anderes sagt, ne? Also ich weiß nicht, ob du denkst, wenn... Ja, ihr habt nur Meinungsverschiedenheiten. Ihr seid euch überhaupt nicht einig mit irgendwas. Dieser Religion kann man gar nicht folgen, ey. Bei euch gab es aber auch jüdischen Sprachgelehrten, wo Jesus, der nicht an diesen trinitalen Gotteskonzept geglaubt hat. Und Jesus hat ihn auch gesagt, er ist ein Paradies. Und Jesus hatte da die Möglichkeit. Aber die Juden glauben, dass Gott sich als einen Vater ausgegeben hat. Deswegen haben die Juden auch verstanden, als er gesagt hat: Ich bin der Sohn Gottes. Und da haben die sich gesagt: Du bist der Sohn Gottes, hat sich Gott gleich gemacht. Aha! Peter, der Terminus, dieser Sohn Gottes. Ist nichts anderes, sich Gott gleich zu machen. Verstehst du? Warte, ich suche kurz die Stelle. Ich kenne sie sogar.